Wir sind im Team Wagner-Versteck. Und wir wollen. Was wollen wir? Ich hab's vergessen. Egal, wir wollen jetzt heute erstmal weitermachen. Und ich guck mal kurz beim Team an. Und, oh. Oha, das ist ja gar nicht gut. Gibt's irgendwo einen Heiler? Ach Gott, wilde Pokémon. Mit einem blödes Kleinstein. Tuska, mach es fertig mit Finte? Hat Finte gereicht? Ja, sehr schön. Ein Top-Belieber. Ja, ich will die jetzt aber nicht benutzen. Die will ich mir eher für die Dingens, für die Pokémon-Liga aufbewahren. Ah, das ist blöd. Oh. Pokémon heilen vielleicht nochmal eben schnell. Ach Gott. Aber Finte. Ach Gott. Das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Ja, es ist schon wieder eine neue Aufnahmesession. Ich habe letztes Mal wieder nur ein paar aufgenommen. Das Aufnehmen ist momentan ein bisschen schwierig. Oh Gott. Ein bisschen schwierig, weil ich jetzt momentan sehr viel render, weil ja in den Osterferien das große Abenteuer losgeht mit den ganzen Parts, wo ich ganz viele Parts hochladen muss, da muss ich extra ganz viel, also ich will ganz viele Parts hochladen, pro Tag mindestens drei, hört ihr, will ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber ne, und das Problem ist, ich muss jetzt Videos ja auch noch rendern, ne, und das dauert eigentlich dauert mindestens eine halbe Stunde meistens, Phoenix Wright dauert sogar noch länger, weil ich muss ja auch noch die ganzen Zoom-Effekte reinpacken und das ist dann schwierig, weil ich habe keinen Bock, mal beide Seiten zu halten, wenn man zum Beispiel einen wichtigen Teil der Geschichte hört, finde ich das eher, dass man sich wirklich darauf konzentriert und nicht auch noch auf der anderen Seite. Ach Gott. Dass man dann nur noch die. Dass man auf der anderen Seite. Mit so einem blöden Bildschirm hat. Oh, Finale. Oh, Scheiße. Na gut, dann werde ich mal ganz kurz schneiden und mal eben kurz meine Pokémon heilen. Wir sehen uns gleich. So, ich habe dann mal eben Pokémon geheilt und ich habe Kamaup anstatt von. Hier noch Tuska rausgenommen. Der braucht noch ein paar Erfahrungspunkte. So, und dann will ich mal sehen, du bist doch Mark, ne? Bruder. Nichts kann deinem schlimmern. Die meisten mag mal stimmen. Du wolltest diese blaue Kugel haben, nicht wahr? Ich habe sie dir gebracht, ich. Ihr nichts soll ich aufwenden. Nun zeig mir deine ganze Kraft. Oh, oh. Moment, ich habe doch gar keine Bälle mit, oder? Verdammt. Oh, oh. Gudon, was ist los? Die blaue Kugel ist doch der Schlüssel, oder immer nicht? Gudon, wo bist du hin? Du warst das also. Ich habe gesehen, wie du unerlaubterweise deine Nase hier dort hineingesteckt hast. Und ich verstehe jetzt, du hast eine ganz billige Nummer abgezogen. Oh oh. Wir kämpfen noch einmal gegen Mark. Ist das Mark? Der hieß doch Mark, ne? Oder Markus? Hm. Marco. Nee, Mark. Okay, Magnai und Kam. Oh Gott, sind die Level hoch? Verdammt. Oh, verdammte Kacke. Damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich sowas von gar nicht gerechnet. Okay, der wird physisch angreifen. Ich glaube, ich packe Kamaup erstmal weg. Ah, warum? Nee. Hitzekoller, komm. Gott, Angeberei, das kann nicht wahr sein. Das bringt mir auch nichts, diese Starksteigerung. Oh, verdammt, du musst einfach einmal treffen, Kamaup, komm. Einmal den Gegner treffen. Danach wechsle ich das Wort aus, bitte. Warte, ist doch nicht typisch. Ja, dann wechsle ich ihn jetzt aus und. Dann schicke ich mal Panzeron. Der hat. Gute Verteidigungswerte. Sogar sehr gute, da ein Schleif-Pokémon ist. Das dürfte dann doch wohl. Ja, gut, Bodycheck wird nichts. Das dürfte nicht viel ziehen. So, und dann. Mach ich erstmal Agilität und mach Panzer ja noch schneller, als er eigentlich schon ist jetzt. Wobei, der wird gar kein. Der wird, glaube ich, nicht so viel schnelle Pokémon haben. So, Angeberei. Ja. Wenn wir jetzt treffen, ist alles gut. Wollte ich Panzer auch gar nicht mehr rausnehmen, weil der ist dann schon, er ist jetzt schon ziemlich stark gepusht. Das ist gar nicht so schlecht, wenn er jetzt trifft. Ja gut, aber er trifft nicht. Er trifft sich selber gut, so kann man es sagen, aber. Ah, er macht mich wieder langsamer, okay. Aber das dürfte eigentlich gar nicht so schlimm sein, weil Panzer ist an sich schon ziemlich schnell und wenn du es da treffen würdest, könntest du vielleicht die nächste Masse von ihm zerstören, aber du triffst natürlich nicht. Das war ja wieder vorhersehbar schon, ne? Aber er macht keine Masse. So, und jetzt triff einfach, bitte. Danke. So, wie viel zieht das? Ja. Oh, oh, ein schöner Volltreffer. Sehr schön, Panzer. Das machst du echt gut. Und wer kommt jetzt? Kamaup. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ah, das ist blöd, weil das ist effektiv, aber ich möchte nicht. Wenn er eine Feuerattacke reinhaut, ist Panzer eigentlich schon tot. Ich möchte das nicht riskieren. Nee. Der Chicken ist am besten im Kampf. Die Musik ist schön, das freut mich echt. Was, nur drei Pokémon hat der? Oh Gott. Wie hat der denn noch?
Kamarot? Nein, das ist der, nein, ist ja das Pokémon, was wirklich jeder von ihnen haben muss, ne? So ein Surfer kann auch so oder so nicht überleben. Da bin ich mir allen schon hundertprozentig sicher. Das wäre ein bisschen komisch. Das letzte Mal war es noch ein Morabel und kein Zampex. Da kann man es verstehen, aber... Das X-Farts! Ach du verdammte! Oha, das hätte ich nicht erwartet. Ja gut, da kommt gerade mein Kampf. Ja, ich bin ein bisschen krank, tut mir leid. Aber das ist perfekt für Gardevoir. Ich wusste gar nicht, dass es X-Farts schon in diesem Spiel gibt. Sondern es wäre es... Wäre erst gerade. Ach, genau, X-Farts kam hier hinzu, kann das sein? Nee, keine Ahnung. Ach nee, ich kann das überhaupt Psychokinese einsetzen. Ach, das ist ja sehr schön sogar. Oh, verdammt. Ah, zählt nicht so viel, wie ich dachte. So, und jetzt hau ich dich mit deiner Psychokinese rein, vernichte es mit einem Schlag. Nein! Ah, verdammt. Dann machen wir Schockwelle, weil das auf jeden Fall trifft. Was? Supertraf. Oh Gott. Aber Supertraf dürfte nicht so viel heilen. Dann hätte ich doch mal ein Psychokinese irgendwie. Ich wollte nur Schockwelle einsetzen, falls er irgendwie. Rauchwolke jetzt nicht, aber falls er irgendeine andere Attacke einsetzt. So dass ich dich mehr treffe, aber ach komm, das wird ein Supertramp, dann sind lächerlich. Weil ich möchte jetzt auf jeden Fall. Ach komm, dann setze ich einfach der 10 Psychokinese ein. Das eine ist jetzt ein Volltreffer, das wäre natürlich perfekt. Ach egal. Jetzt kann ich es natürlich an, das ist doch. Eine Güte. Und eigentlich, dass gerade war nicht so viel Schaden bekommt, aber naja, ich bin selber dran schuld. Ich hätte Psychokinese einsetzen sollen. X-Farts hätte ich nicht erwartet. Oh, gerade war der 34, perfekt. So, wie kommt es, dass du so gut mit Pokémon umgehen kannst? Ja, keine Ahnung, ich bin doch der Held dieses Spiels. Es muss einen Grund geben, warum Gudan geflohen ist. Das willst du mir doch sagen, oder? Du meinst, das wüsste ich nicht? Da Gudan weg ist, hat dieser Vulkan keinen Nutzen. Ich werde Gudan folgen. Hier trennt sich unsere Wege. Okay, dann gehe ich auch mal wieder raus. Oh, ich bin ja auch noch nicht draußen. Ja. Fluchtsaal. Kann ich ja gleich benutzen, wenn ich will. Das heißt, wir gucken, was hier noch ist. Hä? Ach so, ja gut. Hätte ich auch das Fluchtsaal benutzen können. Intensität! Ach Mensch. Das wird aber nicht reichen, wird ungefähr fast die Hälfte ziehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh verdammt, ich hätte wechseln sollen. Oh 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 oh, gar nicht gut, gar nicht gut. Übertrank. Das war jetzt sowas von unerwartet. Er zieht mir viel zu viel damit. Eine Wolke, oh Wolke. Nein, das reicht nicht. Und noch eine Rauchwolke. Nein, du musst treffen. Ach komm! Jetzt noch eine Rauchwolke, Schutzschild ist ja klar. Noch eine Rauchwolke. Komm, komm auf, treff doch mal. Das wäre doch cool. Ach, danke. Deine Paralyse werden wir gleich im Pokémon heilen. Ach, schon, wir geht's ja gar nicht raus. Nee, dann, hier, Fluchtseil, 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 Fruchtseil, ne? Was ist denn das Fluchtseil, hä? Fluchtseil, ganz unten, achso. So, können wir jetzt einfach in den nächsten Ort? Ist Team Aqua denn jetzt weg? Das würde mich sehr freuen. Aber zuerst gehen wir doch wieder eben schnell unsere Pokémon heilen. So. Bin jetzt aber mal gespannt. Och nee, die sind immer noch da. Ach, verdammt. Hätte ich sie dort noch mehr erkunden sollen oder was? Hätte ich sie als gut empfangen können oder was? Bitte sag mir, dass sie wechselt. Bitte sag mir, dass sie wechselt. Bitte sag mir, dass sie wechselt. Das gibt's nicht. Ich stehe kurz davor, wieder die Lust, die Musik einzusetzen. Aber das habe ich letztens schon gemacht. Deswegen. Ist das blöd, aber was kann ich denn da machen? Hm. Ich weiß es nicht, ist das Schlimmste ist, ich habe gerade so ein. Stehe kurz davor zu niesen, aber ich schaffe es nicht zu niesen, also wenn ich verstehe, was ich meine. Kannst du mich irgendwo umbringen?
Warum springt er nicht einfach rein und mit Thumbtacks? Das wäre doch... Ja gut, dann mach ich mal kurz, weil ich habe jetzt echt keinen Bock, nochmal die Musik einzufügen. Wir werden gleich sehen, wo es weitergeht. Okay, bis ich drauf gekommen wäre, naja. Hätte zu lange gedauert. Wir sind im Grafipost City und ich glaube, wenn ich das richtig bemerkt habe, müssen wir hier hin. Eine riesige Menge von Leuten steht hier und ein Professor. Captain Brick, ach, die kennen wir ja. Ja genau, wir haben vor, unsere Expedition weiter fortzuführen. Das ist wunderbar, Captain Brick. Vielen Dank, dass Sie trotz Ihres vollen Terminkalenders Zeit für uns gefunden haben. Wir hoffen, Sie bald wieder zu neuen aufregenden Funden interviewen zu dürfen. Puh, das war das erste Mal, dass ich für eine Fernsehsendung interviewt wurde. Ich war vielleicht nervös. Oh Marcel, gut siehst du aus. Wir haben bei unserer letzten Tiefsee-Expedition eine großartige Entdeckung gemacht. Wir haben auf Route 128 eine Unterwasserhöhle entdeckt. Wir glauben, es ist die Höhle eines Pokémon, das schon lange ausgestorben ist. Captain Brick, nehme ich ja. Wir von Team Aqua werden das U-Boot in unsere Gewalt nehmen. Eure Einwände sind bedeutungslos. Wir erwarten absolute Kooperation. Mal sehen, was ihr zu den Plänen von Team Aqua sagt. Hm? Was soll das Ganze? Sieht aus, als benutze jemand mein Megafon. Wo kommt das her? Das kommt von der Anlegestelle. Das U-Boot, jemand versucht es zu stehlen. Marcel, bitte komm mit mir. Okay. Oh, nicht schon wieder. Du bist ganz schön hartnäckig, uns bis hierher zu wollen. Das muss ich schon sagen. Und nun, niemand kann uns stoppen. Niemand! Oder willst du uns etwa in unser Versteck in Segasol City verfolgen? Ach. Oha. Warum steht Team Aqua mein Tiefsee-Vorschusswort 1? Sie können doch nicht hinter den schlafenden Pokémon am Meeresgrund her sein. Selbst wenn ich sie verfolgen würde, ich hätte keine Chance gegen sie. Okay, kann ich nicht ins Wasser? Okay, dann. Ja, dann ab nach Segasol, ne? Kann ich Bericht kriegen? Und wieder zurück. Ach Gott. Na, so. Ein Notfall, ein ganz großer Notfall! Der Typ ist zwar noch da, aber jetzt müssen wir noch eigentlich hier ins Versteck können. Wenn nicht, dann drehe ich durch. Oh oh, komm auf, schnell weg da. Weil ich jetzt viel Chinesen noch nicht verbrauchen will, nutze ich Schockbälle. Hör, ach, der hat ja überlebt. Du bist ja gemein. Haha, und wir sind im Team Aquas Versteck. Da kommt auch schon der Erste, der uns für kämpfen möchte. Oh, verdächtige Person gesichtet. Oh, der Boden von der Kampfstelle sieht schön aus. Pfiffchen, dein Ernst? Ist das wirklich nur ein Pfiffchen? Hallo? Meine Güte. Machen wir noch mal hier, Hitzekolle. Ja, Hitzekolle kommen. Nee, das reicht jetzt nicht aus. Dann raste ich aber aus. Danke. Ich meine, so ein Pfiffchen muss er wohl noch besiegen. Ah, ich hab verloren. Ja, mit nur einem einzigen Pfiffchen, was sich noch nicht mal entwickelt hat. Nun hat das Team verloren, aber ich habe meinen Job gemacht. Ich pack mal Kamorb weg. Ach nee, komm. Hier drin kann ich ja wieder mal nicht rennen, das ist ja wieder doof. Da muss ich natürlich vorschauen, weil ich habe keinen Bock hier die ganze Zeit nur dumm rumzugehen. Oh. Och nein, das war noch keine Teleport. Oh nein. Das ist nicht schön. Och nein. Ich hasse Teleporter. Ich hasse sie. Hier im Versteck war nichts. Wach zu stehen ist ermüdend. Ich muss kämpfen. Ja, dann komm her, bring ich dich um. Ach so, du meinst mit den Pokémon? Ja gut, nee, dann. Kann ich aber auch machen. Kanivana, ja gut, da muss ich jetzt aber wechseln, weil. Naja. Das schafft Kamau nicht. Gegen ein Wasserpokémon kommt es einfach nicht an. Außerdem, wann entwickelt sich denn bitte schön Kamauk? Gardevoir kann ich auch nicht so gut machen, weil... Naja, und nicht Pokémon sind gegen sie wirklich nicht so schön. Aber das ist halt nur Kilo, scheint sich die Wasserattacke erwarten. Na egal, Tempo-Hieb ist sehr effektiv und das dürfte sehr viel ziehen. Ja, na gut, mit dem Volltreffer so oder so. Hatte der auch nur ein Pokémon? Oh, blöde Rauhaut, das ist doch wohl. Nein, bitte.
Oh, da habe ich wieder wohl verloren. Ja, wenn du müde bist, dann kämpf doch nicht. Schlaf lieber, dann hätte ich auch einfach so vorbeigehen können. Oh nein, nicht noch ein Teleporter. Och. Oh. Doppelkampf, aha. Ja, hol ich mal Kapilz noch hinzu. Und ich Bokko kann er schnell töten. Wenn du das Geheimnis unseres Verstecks erfahren willst, musst du mich besiegen. Hey, du da, was ist cooler, die Uniform von Team Aqua oder die von Team Magma? Ach, Uniformen sind beide scheiße. Aber ich mag Team Aqua immer noch mehr, wegen Wasser-Pokémon. Ha. Und Filfi noch. Gott. Ich hätte was Stärkeres erwartet, ne? Tja, habe ich mich wohl gehört. Felskrab und Tempoli. Das kann ich auch beides ein One-Hit-Kill sein wird, weil Felsgrab, naja, es ist kein Step. Ja gut, aber es ist Zumut, das ist nicht wirklich stark. Schon, wir hätten wenigstens mal Golbat haben können. Hört noch zu, ich raste aus. Oha, oh Gott! Nein, Kapilz! Oh, verdammt! Verdammt nochmal, das habe ich nicht... Scheiße! Dann habe ich nicht... Fast überlebt, oh nein! Verdammte Kacke! Verdammte Kacke! Das habe ich völlig vergessen und nein! Das zieht mir doch tatsächlich solche blöden Zubat so viel! Verdammte Kacke! Und dann schreckt Kamau auch noch zurück. Aha, so ist das. So wollen wir das also machen. Ja gut, da kann ich mitmachen. So, dann ist ein Zubat schon mal weg. Sie ist effektiv, ja, ich weiß. Komm. Was kommt jetzt für vielen? Kannibale, oh Gott, das geht ja noch. Na gut, das geht. Ich dachte schon viel geschlagen, das war ja eben. Verdammt, Dario war echt Schiss. Oh Gott, das überlegt auch. Ja gut, meinetwegen. Initiative sinkt, aber ich muss den Tempo definitiv gegen Kanivana machen, weil der ist noch gefährlicher als das Zubat. Das kann ich sagen. Oh, haut schon wieder, das gibt's doch nicht. Oh, und da triffst du dich. Du hast keinen Flügelschlag oder warum setzt das die ganze Zeit bis ein? Der macht du einmal Amnesie, du brauchst jetzt keine AP mehr verbrauchen. Und Kapitel kann immer noch keine neue Attacke. Also keine Angriffsattacke. Ich kann anscheinend nicht gewinnen. Ich habe ganz cool verloren. Du hast mir ziemlich viel Schaden zugefügt, das hast du. Das kann ich sonst aus unseres Verstecks. Nun, sagen wir mal so. Am Ende befindet sich ein aber im Moment. Was? Moment. Na egal. Ah, noch ein Kampf. Komm mal her. Hahaha, ich bin müde vom Warten. Du schuldest mir einen Kampf. Wenn du willst. Oh Gott. Ich bin so krank. Schon wieder, das ist doch. Das ist immer, wenn ich aufnehmen will, das ist doch das Allerschlimmste. Mann, oh Mann. So, ach Gott, das ist ja Kanivana, da musst du mal wegkommen auch. Kapilz wieder rein. Ich hab das Gefühl, ich werde viel zu weit unterlevelt. Viel zu doll unterlevelt. Kreideschlag, oh Gott. Und Tempo und tot bist du. Na, besiegt. Tot ja nicht. Das wäre ja verrückt, wenn jedes Pokémon sofort sterben würde. Ach, da gibt es ja auch noch so eine Dingens. Wer ist das? Ich hab den Namen wieder vergessen. Muss so eine Challenge sein, jetzt mal. Das ist bis des Wartens müde, gedöst und verloren. Da, wenn man ein Pokémon. Was? Boss? Reicht das aus? Boss? Okay. Wenn ein Pokémon von einem besiegt ist, ist das tot. Also man muss es dann fliehen. Also man da muss es. Wie heißt es nochmal? Gehen lassen. Also man darf es nicht mehr benutzen, in die Box packen und dann. Ja, ach, ihr versteht mich, glaube ich. Tankbefüllung, okay. Proviant, okay. Nichts anderes mehr zu tun, als eine Nervensäge aus dem Weg zu holen. Aber du weißt, dass du die Nervensäge bist, ne? Na doch, wenn ich das jetzt genau so hinsehe, sieht die Kleidung von Team Aqua doch irgendwie toll aus. Hm. Naja, egal.
Windschild, ach du Kacke. Nein, ach, das sieht doch nicht so viel. Ja gut, ich habe bei Kamau immer Angst, dass es stirbt, weil es ist, keine Ahnung, ich habe da schlechte Erfahrungen. So, jetzt ist es langsam geworden und du greifst jetzt einfach noch an. Ja, schön. Schön machst du das, Kamau. Wie viele Pokémon hat der noch? Bitte nicht allzu viele. Das war ein Schuss von dem Bug, was? Ha, meine Niederlage war geplant. Ich sollte dich eh nur aufhalten. Oh, 4 Punktwelle, oh Gott. Gut, im nächsten Part gehen wir durch die Tür und ja, untersuchen mal weiter das Aquaversteck. Bis dahin. Tschüss.